Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Meisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Jagd seid. Ja, heute auf der Jagd nach dem Willow Street Vorstadthaus Geist. Und das sind unsere Aufgaben. Machen Sie ein Foto vom Geist, reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen, hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Wieso ist eigentlich wirklich immer eins von diesen Zielen dabei? Ein Kruzifix oder entkommen Sie während einer Jagd oder entkommen Sie während einer Jagd mit Räucherstäbchen? Ich will nach Hause fahren. Und wir haben zu tun mit dem Geist von Hola, Señor Thomas Martinez. Alles klar. Okay, wo hat er seinen Generator versteckt? Im Keller natürlich. Alles klar, was soll man machen? Foto, räuchern. Kruzifix. Okay, wir nehmen einen EMF mit rein und vielleicht haben wir ja Glück und dieser Geist kommt mal für ein Foto raus. Ohne Taschenlampe. Auf geht's. Das an, Ton an. Und ganz kurz, bevor wir reingehen, Lieben, es tut mir leid für die Verspätung in den letzten Tagen kam ja Phasmophobia etwas verspätet, eigentlich einmal täglich um 18 Uhr, letzten beiden Tage mit Verspätung und heute auch nochmal den dritten Tag in Folge mit Verspätung. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, weil Wochenende ist. Was man dann sagen kann, entweder hat man vielleicht später abends noch ein bisschen Zeit oder dann am Sonntag eventuell. So, auf geht's. Hallo. Lass uns erstmal reinkommen, ne? Letzte Geisterjagd war nicht angenehm, Thomas. Sei ein bisschen mit Rücksicht. So, erstmal schnell runter in diesen miesen Keller. Ich glaube, irgendwer hat oben schon gerade einen Gang. Holy, was? Warum direkt ins Ohr? Nee, 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 nee. Wir sind die, wir sind gerade erst angekommen, Thomas. Oh Mann, wie laut war das denn? Und wie unhöflich. Direkt so ein böses Bäuerchen. Es gibt einen Unterschied zwischen normal und dann gibt es, ne, so ein dämonisch böses Bäuerchen. Das war auf jeden Fall Zweiteres. Nee, warte mal. Nicht bewegen. Der schleicht wieder um die Ecke rum. Ich glaube, jetzt haben wir ihn aber. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist er. Oh, der kommt zurück. Der ist aber böse aktiv. Der ist aber böse aktiv. Der ist aber böse aktiv. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nee, Kellergeist, ne? Dem gehört schon der ganze Keller hier unten. Oh Mann, wie soll man da vernünftig einen Kruzifix auslegen? Ich will nach Hause fahren. Ob der hier unten im ganzen Keller rumläuft oder nur hier in dem Raum? Vielleicht ist er auch hier rausgekommen. Obwohl, er hat mich auf der Kellertreppe begrüßt, ne? Oh Mann, nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir haben schon mal ein Foto. Und EMF. Ach, EMF müssen wir gar nicht, ne? Puh, zumindest nicht als Missionsziel. Der schmeißt ja alles durch die Gegend. Ich sag, der ist hier im ganzen Keller unterwegs. Sowas von. Oh Mann. Aber hier vorne kam er auf jeden Fall rausgewackelt. Puh, wieder so um die Ecke gestiefelt. Wollte bestimmt wieder auf uns lauern da mit fiesen Jumpscare. Haben wir das Video bei ihm fotografiert? Nee, ne? Einmal schnell nach hinten. Und dann ganz schnell raus hier. Erstmal Sanity überprüfen. Oh Mann. Das fängt mal ein bisschen friedlicher an hier. Nichts da. Raus. Okay. Alles klar, Thomas. Da war ich auch zu erwarten, ne? Ist wieder ein Martinez-Geist. Die sind immer gefährlich gewesen. So. Licht hier oben an, weil es schön ist. Hier warst du nicht, ne? Aber wir müssen auch noch. Ich hätte die Kamera mitnehmen sollen. Wir müssen eigentlich auch noch die Knochen suchen. Die Tür hier schön weit aufmachen. Und Licht hier vorne an. So, erstmal raus. Wir können auch noch einen zweiten Futterbereich mitnehmen und erstmal in Ruhe das Haus durchsuchen, bevor wir was anderes machen. Erstmal Sanity überprüfen. Erstmal frische Luft schnappen. Oh, Thomas. Gleich auf der Treppe angesprungen. Kaum einen Schritt in den Keller gemacht. Geht aber noch. Tatsächlich gedacht, das hat schon mehr, hätte schon mehr Sanity gezogen. Okay, wir nehmen Futterbereich mit. Und wir nehmen schon mal das erste Kruzifix mit rein. Dann gucken wir ein bisschen durchs Haus nach dem Knochen jetzt. Hoffentlich finden wir ihn hier oben irgendwo und dann schmeißen wir ihm schon mal das erste Kruzifix dort rein. Auf jeden Fall in der Nähe der Treppe unten. Und eins dann, würde ich sagen, da doch bei der ersten Tür, ne? Das sah so ein bisschen aus, als wenn er da rausgekommen ist. Dass er irgendwie von da losgestartet ist. Ansonsten haben wir noch oben unsere Garage, wo wir uns dann verstecken können, wenn es schief geht. Da kommen auch die Räucherstäbchen wieder rein. Die Räucherstäbchen kommen alle in der Garage. Hey, was soll das? Der ist wieder richtig aktiv hier. Der hat jetzt auf jeden Fall sich schon die Sicherung rausgemacht, wieder im Keller da unten. Hier doch irgendwas runtergeschmissen. Oh, nicht gut, nicht gut. Oh, Knochen. Sehr gut.
Komm her. Den haben wir. Okay, da gehen wir nochmal runter. Sicherung ist mit Sicherheit aus, ne? Natürlich. Puh. Ganz ruhig, Thomas. Ja. So, das ist hier. Und eins eben hier so ein bisschen in dem Bereich, ne? Hier so, hier würde ich das hinschmeißen, das nächste dann. Okay. Lassen wir das auch erstmal hier. Raus. Wir wissen ja auch gar nicht, ob er wo er ist. Wir müssen erstmal genau rausfinden, wo er eigentlich ist. Puh. Sieht aus, wenn er im ganzen Keller unterwegs ist. Kannst du uns mal ein Zeichen über das EMF geben? Kannst du das EMF einmal auslösen, wenn du hier bist? Thomas Martinez. Oh, nee. Was? Ah. Moment. Er wollte uns gerade ein Zeichen geben hier. Kannst du das EMF einmal auslösen? Gib uns mal ein Zeichen, wenn du hier bist. Da war draußen mehr Schritte, ne? Aber da könnte auch mehr hier drin sein. Oh. Kannst du das EMF einmal auslösen? Wo war das Kellerlicht hier? Ne, hier vorne. Machen wir nochmal wieder an. Das ist gut hier unten. Weil auch so wieder so ein Fieser ist. Okay. Wir lassen es erstmal nochmal hier. Bisschen weiter nach vorne noch. Raus. Schnell raus. Sanity Check. Und dann. Hier die Tür zu. Lass uns schön raus. Dann stellen wir Kameras auf, würde ich sagen, für Orbis. Und nehmen die Geisterbox mit rein. Können wir mal gucken, vielleicht können wir dann stellen wir die Fragen mal in dem Raum. Vielleicht ist er auch wirklich nur in dem Raum. Ah, ja, schon erstmal ein bisschen frische Luft. Ja, wird, glaube ich, ein bisschen aktiver. Uns geht es auch schon ein bisschen schlechter. Räucherstäbchen, Kruzifix. Wir haben auch noch keinen, wirklich gar nichts. Ne? Wir haben noch keinen Beweis. Wir nehmen deswegen erstmal nochmal eine Dröhnung. So, du kommst erstmal mit rein. Doch noch lieber zur Sicherheit, zweites Kruzifix. Und erstmal eine Kamera für Orbis. Stellen wir auf dem Flur draußen auf. Keller und dann gucken wir mal. Wenn nicht, nehmen wir noch eine zweite auf jeden Fall dann mit rein. Kann nichts passieren. So, wie auf der letzten Jagd. Aber dabei, es wäre auch gut gegangen, wenn ich mich nicht selbst in der Kellertür eingeklemmt hätte. In Panik. Gut, Tom, wir müssen nicht anspringen auf der Treppe. Jetzt habe ich schon jedes Mal ein bisschen Sorge, dass du gleich wieder an der Treppe ins Ohr rülpst. Nee, Moment, stellen wir hier vorne auf. So. Erstmal hier, ne? Erstmal eine so. Und. Ich weiß nicht, aber nicht wissen, wo er genau ist. Ich weiß nicht, wir legen es doch lieber erstmal hier draußen trotzdem hin, weil er hier rumgewackelt ist. Raus. Licht aus. Da hinten auch Licht aus. Und raus. Raus. Ja, er schmeißt schon Sachen hinterher. Ich glaube, er ist mehr im ganzen Keller unterwegs. Es macht sich besser. Nein, nicht wieder selber einklemmen. Tür zu. Okay, erstmal in Ruhe Orbis gucken. Aber sonst haben wir gar nichts, ne? Kalt war. Oh, eigenen Schritt auf dem Teppich. Kalt war es da nicht. EMF hat da nicht groß ausgelöst. Nee, wir haben noch gar keinen Beweis, noch gar nichts. Mal gucken, vielleicht haben wir als erstes jetzt ein paar Orbis. Du kommst jetzt schon mal mit. Geisterbox für ein Gespräch. Und hier ein Geisterbuch nehmen wir noch mit rein. So, gucken wir mal, ob auf dem Flur hier ein paar rumfliegen. Ich würde sagen, da haben wir keinen, ne? Nee, sieht nicht so aus. Okay, die Kamera stellen wir nochmal um. Einmal nochmal um die Ecke, dass sie da nochmal runter an den Flur aufnimmt und dann nochmal. Jetzt haben wir beide Hände schon voll. Nee, wir müssen die einmal umstellen. Alles klar, wieder rein, auf geht's. Lauschiger, entspannter Sommergeisterjagdsabend. Mit Thomas Martinez. Dem alten Kellergeist, der schwer die Sicherung ausgemacht hat. Lichtmarker nicht, auf jeden Fall. Könnte kein Djinn sein. So.
Fragen wir erstmal hier auf dem Flur. Wo bist du? Bist du hier? EMF bleibt auch still, naja. Wie alt bist du? EMF geht los. O4. Und es ist kalt, ne? War es hier gerade kalt? Moment. Es hat getäuscht. Schaffst du auch eine 5 auf dem EMF? Obwohl es wieder, jetzt kommt es wieder sofort, wenn es hier kalt wäre. Nee. Aber eine 4 schon mal. Ist da doch mehr hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Okay, sagt erstmal nix. Was willst du? Nee. Geh mal ganz, einmal ganz hinten um die Ecke. Wo bist du? Faltgenerator wieder an. Und hier? Da haben wir gar nicht reingucken, noch nicht. Ne? Wo bist du? Die Sachen fliegen nebenan rum. Wer nebenan im Zimmer oder wirklich hier auf dem Flur? Komplett. War hier da was runtergeschmissen? Bist du hier? Okay, wir hatten ja. Oh, nochmal. Aber das wird wieder nur von der Tür jetzt, ne? Nee, EMF 5 tatsächlich. Ich glaube, er ist mehr hier drin. Aber es ist schwer zu sagen. Wir legen das Kruzifix mal ein bisschen weiter hier rein. Guck mal, er schmeißt doch hier die Sachen, ne? Er ist zwar hier draußen rausgestellt, aber ich glaube, er ist auch schwierig jetzt, wo wir die hinlegen. Jetzt wird's riskant. Wenn das sein Raum ist, wäre es okay. Können wir beide Kruzifix hier reinlegen. Da hat noch was runtergeschmissen. Er ist hier drin, da liegt noch was auf dem Boden. Er schmeißt auch die Farbdose um. Okay, ich würde sagen, dann ist er mehr da drin, ne? Alles klar. Stellen wir auch mal die Kamera für die Orbis da rein. EMF-5 haben wir zumindest. Oh, sei kein Revenant. Sei kein Revenant, dann fahren wir nach Hause. Wenn du Revenant bist, fahren wir gleich nach Hause. So, Revenant, ne? EMF-5. Revenant fängt gerne mit EMF-5 an. Sicher haben wir da auch schon wieder rausgemacht, ne? Nee. Gut, die draußen können wir Licht anmachen. Alles klar. Ab nach oben. Sanity Check. Auf jeden Fall nochmal. Wir hatten ja gerade erst Mutpillen genommen, aber trotzdem. EMF-5. Geisterbox bleibt still. Haben wir das Buch? Das Buch haben wir gar nicht reingelegt. Mist. Oh, Buch ablegen. Nochmal zurück. Einfach ganz schnell zurück. Das Buch nochmal reingelegt. Herr Thomas, wir haben dein Malbuch vergessen. Hier. Schreib was Schönes rein. So. Alles klar. Tür wieder zu. Kamera steht. Und er ist auch schon wieder aktiv. Raus. Da will ich aufpassen, der jagt uns auf jeden Fall. Und das, obwohl wir nicht mal die Jagd unbedingt brauchen, deswegen. Schnell raus. Für die Nerven. Okay, Leute, EMF-5 haben wir. Tragen wir das schon mal ein? Andersrum. EMF-5 haben wir. Oh, hoffentlich kein Revenant. Gucken wir erstmal, ob wir Orbis haben da drin. Ich glaube, ein Revenant hat keine Orbis. Wenn wir jetzt Orbis haben, ist der Revenant schon gleich wieder raus. Das wäre sehr beruhigend. Oh, guck mal, Leute, die Aktivität nimmt auf jeden Fall zu. Ja. Sanity geht auch schon wieder ordentlich runter. So, zeig mal her. Da fliegt ein kleiner Orbi im Regal. Kleiner Geister-Orbi. Phantom oder Djinn oder Shade. Oder dann vielleicht ein Djinn doch. Obwohl er den Generator jetzt schon ein paar Mal ausgemacht, ne? Dann eher doch kein Djinn. Aber in seinem Zimmer hat er Licht angehabt. Phantom, Djinn, Shade. Okay. Shade ist das Geisterbuch. Der Djinn ist die Geisterbox. Und das Phantom ist Gefriertemperaturen. Okay, alles klar. Geisterbox haben wir drin, Geisterbuch haben wir drin, Gefriertemperaturen merken wir schon. Fingerdrücke brauchen wir dann nicht. Alles klar, Fotoapparat brauchen wir nur, den haben wir drin rumfliegen. Falls wir noch Glück haben und ein Foto erwischen. Und einmal räuchern auf jeden Fall können wir jetzt. Dann haben wir auch beide Hände frei, so haben wir alles drin, was wir brauchen. Du kommst mit. Naja, komm, einmal gehen wir noch. Wir müssen ja aus dem Jagdkruzifix. Ich hatte ganz vergessen, wir müssen ja eine Jagdkruzifix mit dem Kruzifix. Wir müssen nur nicht direkt daneben stehen diesmal. Wir können schon mal ein bisschen Abstand haben, das ist alles. Aber sonst müssen wir eine Jagdkruzifix ziehen. Können wir nicht nach Hause fahren? Können wir nicht fahren?
wette, Thomas hat auch nichts dagegen. Oder wir werden richtig schön eingeladen, nochmal extra, doch etwas länger zu bleiben. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. So, hier, entspann dich mal ein bisschen. Fahr mal ein bisschen runter, ne? Ist alles gar nicht so schlimm. Mach das mal aus, macht mich nervös. Okay, er hat nicht ins Buch geschrieben. Bleibt noch die Box. Bist du hier? Sagt gar nichts. Wie alt bist du? Da schmeißt er nur mit Sachen. Wo bist du? Da in der Ecke auf jeden Fall. Was willst du? Er sagt nichts, Leute. Bist du hier? Ja, er gibt uns auf jeden Fall die ganze Zeit Zeichen, dass er hier ist. Er schmeißt immer noch einen Gegenstand, noch einen Gegenstand. Wo bist du? Kannst du uns mal ein Zeichen geben? Nee. Kannst du in das Buch schreiben? Sonst wir haben Geisterbox, Buch oder Gefriertemperatur zur Auswahl, ne? Sollen wir das Buch mal hier oben hinlegen, wo er immer so fleißig alles rumwirft? Wir werfen auch mal ein bisschen was rum. Hier so. Wir können das auch. Oh ne, falsch. Schön sauber ablegen. Alles klar. Okay, kalt. Und die draußen ist auch nirgendwo kalt, ne? Ne, obwohl zwischendurch dachte ich einmal, es ist kurz kalt hier. Ich weiß auch nicht, Kruzifix hier und da ist, ob das gut ist. So. Okay. Wir müssen, Tür zu. Wir müssen nochmal fragen. Aber wir hatten das eine Mal auch einen, der hat ja ewig lange gedauert, bis der mal geantwortet hat, ne? Wie alt bist du? Ich habe aber kein gutes Gefühl mehr drin, Fragen zu stellen, ganz so nebenbei. Wo bist du? Kannst du in das Buch schreiben? Aber hier drin sind die Orbs, hier das EMR5 auf die ganze Sachen ist auf jeden Fall hier drin. Und nicht im ganzen Keller, der ist hier. Wie alt bist du? Aber er sagt nichts, er redet nicht mit uns. Aber den nächsten gehen. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Er hat uns was ins Buch gemalt. Ah, er hat uns was ins Buch gemalt. So, zeig mal her hier. Can't run. Das wollen wir mal ausprobieren dann. Wenn es soweit ist, ne? Tür zu. Alles klar, Leute. Dann haben wir es. Müssen wir uns nur noch einmal jagen lassen. Aber mit Sicherheitsabstand. Wir können schon von hier oben versuchen, die Jagd zu provozieren. Wir fragen einfach von hier oben. Ne, wir nehmen das. Oh, wir nehmen das Ouija-Brett. Das nimmt die Sanity richtig schön in Anspruch. Einmal rum um die Ecke. Das nehmen wir mit nach oben. Aber sicher hat er nicht ausgemacht. Er hat nur das Licht ausgeschaltet. Das nehmen wir mit nach oben. Die Tür zu. Hat er schon versucht zu jagen jetzt gerade? Kann ja sein. Vielleicht haben wir ihn schon weit genug. Raus. Das war ein Jagdversuch, dass das Licht ausgegangen ist. Plötzlich, wir wären fast gerade jetzt, gerade eben. Oh Mann, Tür zu. Raus. Nicht nochmal. Das Kruzifix ist aufgehört. Leute, wir haben alles geschafft. Und ich bin sehr zufrieden. Mehr muss gar nicht sein. Der Geist war schon so aktiv genug. Als das am Anfang in den Keller gestiefelt ist, gleich auf der Treppe angerübst hat, hat schon gereicht. Alles klar. Danke, Thomas Martinez. Sehr schön. Wir sind zufrieden. So geht's doch. Und was hatten wir jetzt? Geisterbuch, ne? Ein Shade tatsächlich. Und zum Ende auch nochmal angehaut. Hey ho, wie fies. Gänsehaut zum Abschied. Sehr schön. Ja, Sanity so nur bei 35. Ah, wir haben's. Alle Nebenziele und den Geistertyp identifiziert. Sehr schön. Tür zu. Mach's gut, Thomas Martinez. So soll's sein. Zwischendurch muss auch so eine Geisterjagd mal wieder sein. Puh. Wo wir die Geister nicht so nah an uns ranlassen müssen für die Jagd. Aber ich will mal gucken, ob es überhaupt wirklich noch Geisterjagden gibt, wo das nicht vorkommt, ne? Guck mal, 235 erfolgreiche Dollar verdient, 200 Erfahrungspunkte. Das war wieder richtig gut. Und wir waren 6 Minuten im Licht, 11 Minuten tatsächlich im Dunkeln, mehr im Dunkeln als im Licht, 4 Minuten im Geisterraum. Ich dachte mehr, wir waren die ganze Zeit eigentlich in seinem Geisterraum, kam mir so vor. Sieht mal, wie das vom Gefühl her ist, ne? Wenn man da drin steckt, man ist die ganze Zeit im Geisterraum gewesen.
13 Minuten im Inneren, 18 Minuten auf der Jagd. Wir hatten 5 Geisterereignisse, keine Geisterjagd, weil unser Kruzifix hat ihn gestoppt. 43 Geisterinteraktionen. Sehr schön. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geister gefallen hat, ein Kommentar. Daumen hoch, freut mich immer riesig, wenn ihr zu gerne mehr Let's Plays, mehr Projekte, mehr Geisterjagden sehen wollt. Lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie mein Lieben, mal gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.